Unglaublich wichtige Paraden waren es, die Johannes Bitter in die Mannschaft des Spieltags beförderten. Neben 10 weiteren verhinderten Torchancen waren es vor allem die beiden gehaltenen 7 Meter in der Schlussminute, die dem HSV den Sieg retteten. Der Platz auf Linksaußen geht diese Woche an Marcel Schiller. Der Göppinger war mit 11 Treffern gegen Lübbecke bester Werfer des Spiels. Die 2 Punkte blieben aber bei den Ostwestfalen. Für genau diese Ostwestfalen netzte Christian Dissinger im linken Rückraum 10-mal ein. Der 23-Jährige war damit beim überraschenden Sieg gegen den Tabellenvierten Top-Torschütze auf Seiten der Lübecker, die jetzt eine ausgeglichene Punktebilanz vorweisen können. Joan Caneas gibt in Kiel auf der Mitte weiter Vollgas. Beim 33:27 Sieg gegen Gummersbach verwandelte der Spanier 8-mal und sammelte noch dazu fleißig Assists. Steffen Weinhold tat es seinem Kieler Kollegen gleich. Ebenfalls 8 Treffer für ihn und er sah 4-mal den besser positionierten Mitspieler. Kein Vorbeikommen an Weinhold im rechten Rückraum. Der Rechtsaußen der Woche ist Guillaume Joly. Wetzlar punktete gegen Hannover und zog damit direkt in der Tabelle am TSV vorbei. 7 Buden steuerte Joly dazu bei. Und auch am Kreis steht ein Mann aus Wetzlar. Sebastian Weber hatte diese Woche die größte Durchsetzungskraft und verwandelte 7-mal.